Mein Name ist Pierre Schlicker. Ich arbeite im Bereich Sanitär, Heizung und Klima. Nach der Schule wusste ich nicht genau, was ich machen sollte. Deswegen bin ich dann zum Jobcenter gegangen. Die haben mir verschiedene Möglichkeiten aufgeführt, was man machen kann. Dann hat das Handwerk ganz gut zu mir gepasst. Und dann wurden mir verschiedene Stellenangebote zugeschickt. Und dann habe ich mich bei der Markgraf beworben und hier wurde ich dann auch eingestellt. Mein Name ist Karl Markgraf. Ich bin selbstständiger Handwerksmeister. Dieser Betrieb gehört mir. Ich habe zwei Gesellen und zwei Auszubildende. Morgens wird dann erstmal die Besprechung gemacht. Dann wird gesagt, wer wohin fährt. Dann steige ich ins Auto und dann geht's zum Kunden. Dann wird je nachdem wird eine Wartung durchgeführt oder ein Badezimmer saniert. Wir bauen Heizungsanlagen. Wir machen viel im Bereich Sanitär, das heißt, wir montieren Toiletten, Waschbecken, Armaturen, wir machen auch Kernsanierungen, das heißt, alles rausreißen. Wir sind heute in einer Fabrik, wo Labormöbel hergestellt werden, die in ganz Deutschland kundenmäßig verteilt werden. Trinkwasser. Dreh ihn mal bitte rein. Wir haben noch ein Spezialgebiet, das sind die Laborinstallationen. Kommt nicht so häufig vor, früher war das mehr. Aber das ist ein Spezialgebiet, wo wir auch die Materialien dafür haben. Und das macht immer wieder Spaß zwischendurch. Wir haben hier einen Abzug, der in einem Versuchslabor kommt, den Anschlussschlauch verlängert für die Berieselung. Der war zu kurz und wir haben den verlängert und unten an die Armatur angeschlossen. Hier im Labor arbeitet man mit anderen Wasserarten, zum Beispiel mit destilliertem Wasser und das ist halt nicht ganz alltäglich, weil wir in normalen Häusern mit Trinkwasser arbeiten. Wir sind ein Kleinbetrieb, bei uns lernt jeder alles. Es fängt im Kundendienst an und endet nachher auf dem Neubau. Und bei uns durchläuft man alles. Wir lernen sogar Elektrotechnik, um einen Durchlauferhitzer zu wechseln, Heizungsregelung, wir verkabeln das Fass alles selber. Also ist schon vielseitig. Ich bin definitiv zufrieden damit, dass ich den Beruf ausgewählt habe, da er mir super Spaß macht. Die Zeit vergeht super schnell. Man lernt diverse Sachen. Später kann man sich vielleicht auch das eigene Haus bauen und es macht super viel Spaß. Ja. Wir haben Nachwuchsmangel. Es gibt keine Fachkräfte mehr. Ich wünschte, dass viel mehr jugendliche Leute sich besser informieren und dann in unseren Beruf einsteigen. Feierabend!